Leute! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Creativerse. Mit dabei wieder der Armin, der hier schon am Kreissägen ist. Hey. An einem Prozessor, wo man richtig tolle Sachen dran machen kann. Man macht gerade hier Woodslabs. Die kann man hier drin leider nicht machen in der Workbench. Alter, warum werde ich nicht abgesägt? Bist du? Ich stand da oben drauf. Hier kann man halt die Sachen bauen, wie zum Beispiel hier, sagen wir mal, den Extractor, den ich ja in der letzten Folge gefunden hatte, den Armin mir geklaut hat. Und wo ich erklärt habe, was der kann. Ja, den brauchen wir halt recht viel für Erze. Und da seht ihr auch, dass wir da Slabs für brauchen. Und die können wir da hier leider nicht dran craften. Wie ihr seht, ist hier halt nirgendwo ein Rezept dafür. Es gibt Strohballen? Die habe ich auch gerade gesehen. Und... warum können wir so viel explosive Sachen machen? Achso, Gunpowder gefunden, okay. Ja, und schon müssen wir jetzt alles nach und nach Heal Potion, Basic Heal Potion. Brauchen wir so Pflanzen, die wir noch gar nicht gefunden haben. Guck mal, Slap-Dinger. Die sehen voll hübschlich aus. Kann ich die haben? Schon haben. Gibt's ja nicht so einen normalen Holzblock oder sowas? Kann man nicht auch eigentlich hier Torches? Was ist das denn? Wood Rod. Wie macht man ja einen Wooden Rod? Oh, das sieht scheiße aus. Ah, daraus. Ihr seht, das dauert alles ein bisschen. Am Anfang ist das, glaube ich, nicht so lange, wie das dauert an Zeit. Aber später kann das schon ganz schön lange dauern. Zum Beispiel Sachen abbauen und sowas. Das heißt, wenn wir da eine Folge zum Beispiel beenden, wo wir die Sachen anfangen zu craften oder sowas, werden wir wahrscheinlich das einfach kurz überspringen und dann werden wir das fertig sehen. So, ich crafte mir jetzt mal Fackeln. So. Hast du noch Kohle? Geht, doch nicht. Wir bauen einfach noch zwei Extractor-Dinger. Das ist irgendwo so ein Tier, was hier Geräusche macht. Hast du eventuell Kohle? Nö. Hä, du hast voll viel von mir gesammelt, da war auch Kohle bei, du Arsch. Alter, ja klar habe ich Kohle, was willst du denn bauen? Noch einmal Fackeln, also noch einmal Kohle. Mir saugst du die ganze Zeit hier so rum. Jetzt nicht mehr noch? Jetzt nicht mehr, nein. Okay. Du hast aber das Workbench gebaut. Noch einmal Fackeln wollte ich gerne bauen. Guck mal, das, aber man sollte nichts auf die Slap-Dinger setzen, das sieht doof aus. Ja. Warum baust du die ganzen Dinger ab? Hä, baue ich gar nicht, du hast das Ding jetzt auch bei mir die ganze Zeit an. Alter, du hast hier einen Extractor und eine scheiß Workbench abgebaut. Hä, nein, die stehen da noch. Lol. Alter, ich sehe die nicht mehr, hör auf, Dinger einzusammeln. Hast du mal einen Kohle für mir? Ich muss hier erst so meine Gerätschaft. Hör auf rumzusaugen! Mach ich das immer noch? Ja. Jetzt nicht mehr. Guck mal. Ja. Mein Freund. Sag mir's mit dem Stock. Ich mein's. Loot, loot, loot. Oh! Die vermehren sich. Wie die Kanickels. Hä? Der hat sich gerade teleportiert, das Kacke. Ich kann träumen. Ich sure, der hat sich teleportiert. So, gibt's jetzt nicht nur einen normalen, einfach so einen Holzblock-Block? Holzblock-Block? Nee, ich glaube, es gibt nur die. Aber die sind doof, weil da kann man nichts draufstellen. Würdest du mir eventuell jetzt irgendwie eine Kohle geben? Ja, nee, was willst du denn machen? Eine Fackel immer noch! Ich bin hier der Meister der Rohstoffe! Eine Fackel. Eine normale Fackel so? Ja, eine ganz normale Fackel so. Aber da, ich kann dir nichts geben. Wie geht man? Wie kann ich dir was geben? Ich weiß es nicht, Oh lol. Was? Oh. Nix. Was schon? Hast du gerade immer. Du hast unten noch Mülleimer weggeschmissen oder was? Nee, nee. Das ist Mülleimer. Ja, was passiert, wenn man da Dinge drauf sitzt? Okay, dann. Soll ich mal ausprobieren, was passiert, wenn ich das auf den Mülleimer ziehe? Dann wird das wahrscheinlich verschwinden. Dafür wird wahrscheinlich der Mülleimer da sein. Ah, kann ja sein können. Kann nichts droppen, oder? Nee, irgendwie nicht, aber das ist nicht schlimm. Dann baue ich mir gerade einmal ein Gras ab. Ich brauche Gras. Dann wollen wir hier mal. Oh, ich sehe mir noch ein Gras. Ich baue mir mal eben eine Kiste, ne? Ja, das klingt voll am Plan. Alter, jetzt habe ich ganz viele Dinge gelernt. Oha. Wie hast du eine Kiste gebaut? Ich kann Wooden Ladder bauen, das heißt, wir können halt wirklich so eine. So ein Baumhaus bauen. Kiste. So, was willst du? Kohle. Wie kann man das denn alles? Ah, recht kriegen. Ah, scheiße, man. Kann ich stacken oder sowas? Also, ich kann nur alles direkt reinwerfen. Aber ist ja egal. Ja,
einmal das, einmal da. So mache ich mir jetzt gerade eine Fackel. Aber ich möchte hier doch vernünftigen Boden haben. Ach doch, hier! Woodwall. Craft. Wir müssen uns aufpassen, dass wir nicht unsere Dinger wegklauen, ne? Ja, wir können das ja nur was über die Kiste traden. Oh, Kiste schon voll. Aber egal, ich wollte mich jetzt hier irgendwo anfangen. Ist das schlauer, sich runterzubuddeln oder eine Höhle zu finden? Würde wahrscheinlich eine Höhle finden, oder? Wer sagt denn, dass da unten überhaupt eine Höhle ist? Ah, du bist schon kräftig dabei, oder was? Ich hab mir jetzt gerade so überlegt, dass man hier eventuell mal runtergeht. Ja, dann buddel du mal. Ab ins Loch. Ja, ich buddel mal. Und dann komme ich hoch und dann ist dann ein riesen hübsches Haus. Okay. Setzt man den Fackel? Ah, Rechtsklick. So. Dann sind wir jetzt mal auf der Suche nach irgendwas. Wir haben natürlich keinen Extractor mit, aber. Braucht man ja auch nicht, wenn man Rohstoffe findet. Man kann ja nur was holen. Aber mit den Fackeln muss ich noch ein bisschen klarkommen, weil man die nicht in der Hand sieht. Deswegen denke ich immer, ich habe keine gerade ausgewählt. Ich frage mich auch, wofür man die Knochen brauchen soll. Vielleicht kann man da Bohnenmehl rausmachen und die Sachen was ist schon. Der Unterschied zwischen... Okay, man kann entweder Blöcke bauen, die heißen Holzwand oder Holzboden. Ich denke mal, die Wand ist für eine Wand und der Boden ist für einen Boden. Alter. Ernsthaft? Ja. Okay, das hat sich natürlich sehr gelohnt, jetzt in die Erde zu buddeln, weil da unten Stein ist, wo ich nicht durchkomme. Der Boden sieht halt echt anders aus. Das hier ist ja, der Boden, wo ich gerade drauf stehe, oder? Nein, 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 das hier ist der Boden, das andere ist die Wand. Ah. Ja, dann mache ich halt den Boden aus Boden, ne? Möchtest du eventuell einen Teleporter hinsetzen hier, dass man da nur was zurück teleportieren kann? Ja, mach ich gleich. Kannst schon mal ab ins Loch mit dir. Ja, aber das Loch ist ja kacke. Also ich will jetzt eigentlich eine Höhle suchen, dann will ich da einen Teleporter hinsetzen, dann können wir immer nicht herkommen. Was hast du für Sachen dabei? Ein paar Sachen. Warum? Weil... Lass mir alles hier, außer das, was du brauchst. Wo ist denn eine Kiste? Ich hab die in der Tasche, Mann. Da. Ja, das kannst du haben, kannst du haben, kannst du haben. Das. Das Modul behalte ich, das ist mein zweites. Mein erstes kaputt geht. Ich hab hier auch noch sowas hier. Extractor und so. Kannst ja auch, wir können ja auch ein, zwei Extractor bauen. Erstmal. Ja, stimmt, ich kann die ja unten auch in die Leiste ziehen. Das heißt, die können dann nicht verschwinden, wenn ich sterben sollte. Man kann auch später, das habe ich schon gespoilert gekriegt, noch mehr, hier, wie heißen sie? Die Dinger zum Teleportieren. Teleporter, genau, so war das Wort. Kann man mehrere später bauen, dann kann man die irgendwo irgendwie verknüpfen oder sowas. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Und da kann man Schweine durchlaufen. Was? Passt schon. Und dann kann man damit halt hin und her teleportieren, dass man mehrere Punkte und sowas hat. Was halt recht cool ist. Müssen kurz warten, ne? Ja. Eigentlich könnte ich auch den anderen. Oh mein Gott. Alter, das ist so viel, aber es dauert nur ein paar Sekunden. Achso, insgesamt dauert es 1 Minute. Ich gehe einfach schon mal los, ich kann ja nur für den Teleporter setzen. Kurz bevor ich sterbe, kann ich auch nochmal schnell setzen. Oh, Kiste. So fängt das doch gut an. Und schon wieder Kohle und Gunpowder nur. So, ich würde auch gerne noch ein paar Pflanzen mitnehmen, die hier in den Bäumen sind. Weil wir ja für die eine Sache zum Beispiel Pflanzen brauchen, genau diese Red Flowers. Brauchen wir halt, um den nächsten Handschuh, glaube ich, zu machen, den Steinhandschuh. Das ist möglich, ich gucke nach. Ja, genau. Aber ich kann den schon bauen. Hast du so viele? Ja, du hast so viel Stuff, weil du alles von mir gelootet hast. Ich habe das alles selber gelootet. Mhm. Ich wollte gerade da sagen, noch eine Workbench, ey. Wir müssten eigentlich mal anfangen, alle Workbenches, die wir finden, abzubauen und irgendwann so ein Workbench-Altar oder sowas zu bauen. Workbench-Altar? Für die heilige Workbench. Ja, wo alles voll mit Workbenches ist. Alter. Ist voll schlimm, so eine Höhle zu finden. Ist gar nicht so einfach. Weil man überall abgelenkt wird, weil irgendwo überall was drin ist. Oh, das könnte aber gut aussehen. Oh, das sieht sogar sehr gut aus. Muss ich nur gucken, wie man da runter
Komm, du kannst einfach springen. Ich glaube, hinter mir ist ein Vieh. Oh ja, die Krabbe. Die Krabbe ist nämlich richtig unfair, die habe ich heute schon mal gefightet. Da, die macht nämlich das. Und wenn die das aufmacht, macht die so einen AOE-Schaden. Genau das macht die. Richtig die blöde Fotze ist das. Nein, nein, nein. Stirb! Ah, danke, bevor ich sterbe. Koralle habe ich bekommen und Rockstar Rock. Okay, dann platzieren wir mal hier. Wie groß soll das Haus denn erstmal sein? Ich weiß nicht, ein bisschen. Wie kann man denn. Okay, an diesen Glowing Mushrooms kann man den Extractor nicht dran setzen, und die brauchen bestimmt auch irgendwo für, oder? Wenn du anklickst, steht da, dass das bessere Powerzelle, die du brauchst. Ja. Dann brauchst du wahrscheinlich einfach mal einen besseren Handschuh. Du kannst nur so an Kohle oder Eisen oder sowas in den Zweck bekommen. Was ist das denn hier? Eis. Okay, Eis braucht man glaube ich nicht unbedingt. Ich dachte erst, das sind Diamanten, weil das auch so lustig leuchtet. Hast du schon einen besseren Handschuh? Nö, ich könnte den aber machen. Hast du einen Teleporter bei dir aufgestellt? Nö. Warum nicht? Nein, ich will nicht teleportieren. Halt. Hätte noch kein Teleporter aufgesetzt. What? Teleporterino! Teleportierst du dich gerade? Ja. Schön, dass ich noch keinen Teleporter gesetzt habe, oder? Oh, dann bin ich ganz woanders! Jetzt hab ich ihn gesetzt. Wum, 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 dreh dich schneller, Steinchen. Ja, ich bin aber noch an der alten Stelle, wo ich das erstmal gestorben bin. Ich meine, wo wir das erstmal halt gemacht hatten. Ich bin natürlich noch gar nicht gestorben. Sowas würde ich niemals, nie nicht tun. Nee, hör mal die Extractors mit. Ja, warte, ich bin noch am Blog gucken und ein paar Tooltips lesen. So. Alles mit, was hier ist. Okay. Ich pack dir erstmal hier noch ein paar Sachen rein. Zack, 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 zack. Okay, kriegst du voll? Ich kann. Oh mein Gott! Collect all. Jetzt noch Sachen reinwerfen, die Kiste, die ich brauche. Okay, ich hab aber nur einen Extractor, wird mir angezeigt. Decken die? Ich hab alle genommen, aber. Hallo? Ach nee, das ist eine 11. Die 1 sieht man davor nicht. Okay. Gut, dann habe ich jetzt 11. Dafür kriegst du einen Schlag mit dem Stock. Aua. Bin ich schon fast tot. Hast du noch irgendwas, was du nicht brauchst? Ach, wie Kiste. Ja, ist voll. Ach nee, du hast es leer gemacht. Das, das, das. Und ja, das brauche ich. Gut, dann begeben wir uns mal wieder zurück zu Glynatom. Hat das eine coole Animation, wenn man sich teleportiert? Ja, klar. Cool. So, Glowing Mushroom. Ah, oh, nicht genug Power, Alter. Was braucht man dafür denn? Wenn ich dann den noch nächste. Obsidian. Wo nimmt man Obsidian? Immer Lava abbauen. Magnetite. Was ist Magnetite? Da den Assembler, nicht Assembler. Wie heißt das denn? Dran bauen. Übrigens hast du immer noch keine Fackeln, oder? Ja, doch, ein paar. Nehmen wir uns auch mal Eis mit. Ich kann Asphalt machen. Krass. Du bist ja ein harter Top. Erstmal alles asphaltieren, so richtig schön menschlich machen. Ja, dann nehme ich meine Fackeln aber wieder mit, wenn der scheiß Pilz nicht abgebaut werden will, Alter. Schon hardcore. Teleporter können wir stehen lassen, weil wir können ja eh dann einen neuen bauen, wenn wir einen haben brauchen, tut und tun.
Oh, ich habe Limestone-Wände und so gelernt. Okay, wenn man, das ist interessant, wenn man eine Fackel abbaut, die an der Wand ist, also beziehungsweise die Wand abbaut, wo die Fackel dran ist, dann schwebt die Fackel. Yay, Frieden der Fackel. Aber ich denke mal, das wird ja auch noch alles geändert. Ist ja wie gesagt eine Early Access. Da wird halt noch relativ viel geändert. Hab's ja. Denke ich mal. Also das Spiel hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Ah, ich sehe Licht. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ich sollte nicht einfach so Höhlen runterhüpfen, weil kommt man nicht so einfach wieder hoch. Hochbauen. Was heißt denn das X eigentlich auf der Karte? Ich glaube, das ist da, wo du deinen Teleporter gesetzt hast, oder? Ja, könnte gut sein. Oder der letzte Todespunkt oder sowas, kann auch gut sein. Ich glaube, das ist, wo du deinen Teleporter gesetzt hast. Huch. Okay. Der hat gerade nicht abgebaut. Aber ich werde mal wieder meine Wooden-Dings reinpacken. Dass ich die erstmal aufbrauche. Hier sind Krebse. Ich hoffe, die sind nicht aggressiv. Die scheinen auf jeden Fall freundlich zu sein. Hallo? Die sehen nur so aus. Gleich beißt den Kopf. Sieht voll behindert aus, der Krebs. Ajo! Du willst über Krebs, Tom. Ernst zu nehmen, Krankheit. Oh. So meine ich das doch nicht. Man kann auch rote und blaue und gelbe Wand machen. Oha. Ach, nicht schon wieder so ein Typ hier. So, jetzt wird gebettelt hier. Komm ran, du Arschkampe. Schau dich weg. Oh nein, er macht wieder die AOE-Attacke. Weg davon. Und wieder ran. Weißt du eigentlich, ob es auch Fernkampfwaffen gibt? Keine Ahnung. Weil ich bis jetzt nur Schwerter gesehen habe und so. Oder diese Granaten, die man werfen kann. Das ist doch mal schön. Da packen wir direkt mal einen Extractor dran. So, Rechtsklick dran gepackt. Jetzt können wir mit Rechtsklick auch reingucken. Da brauche ich jetzt 5 Minuten dafür. Und dann kriegen wir 6 Obsidian. Oh nein. Schon wieder so ein Krabbe. Muss ich deshalb schon mal Teleporter hinsetzen, falls ich sterben soll. Ja, man kann die Crafting Table umbenennen. Echt? Lol. Jetzt, oh mein Gott, jetzt heißt es auch, wenn man mit der Maus drüber geht, nicht mehr Crafting Table, sondern Top stinkt. Oha. Lol, man, wenn man sterben würde, ne, würde man am Teleporter wiederbelebt werden. Hab ich doch gehört. Doch. Sterb doch nicht, Mann. Was denkst du denn von mir? Alter, ich habe richtig viel Obsidian gefunden, aber ich glaube, wir brauchen erstmal Eisen, oder? Nee, ich glaube, Obsidian ist davor. Ernsthaft? Ja. Aber ich habe ja auch genug Extractor dabei, das heißt, das ist gar kein Problem. Hallo? Ja. Ah, jetzt kann ich einfach sitzen. So, oh, Limestone kann ich ja noch nicht damit abbauen, da nehmen wir wieder das Steinding in der Hand. Hauen hier den Leim weg. Und packen da auch noch mal einen Extractor dran. So. Das ist doch schon mal schön. Wir haben recht viel Obsidian. Das gefällt mir auch. Ja, Obsidian ist das nächste auf jeden Fall. Oh, Coal Ore. Ich brauche aber Fackeln wieder. Aber das ist kein Thema. Wir können das ja auch einfach so laufen lassen. Wir müssen da ja nicht bei sein. Ich denke mal, dass die in Anführungsstrichen Chunks, sag ich einfach mal, geladen bleiben oder werden. Ich schau rum. Ist down, okay. Sah so dunkel aus. Oh Mann, ich brauche noch mehr Fackeln. Aber ich hab keine mehr. Könnt ihr auch einfach gerade mal ganz kurz so IT nach Hause telefonieren machen. Oh nein, ich kenne den Film nicht. Hab den noch nicht gesehen. Hast du E.T. schon gesehen? Alter, mit der rede ich nicht mehr. Warum? Weißt du, hier habe ich die falschen Blöcke verbaut. Wo hast du deine Kohle?
Die wahrscheinlich in der Hosentasche. Kohle und Stecker brauche ich. Kannst du mir Fackeln machen? Weil hier habe ich nichts drin in der Workbundle. Der Ding sehen. Fackeln. Bitteschön. Tom stinkt, gib mir Fackeln. Ach, der ist aber nett. Voll der nette. Hast du noch so Bienenwachs-Dingsbums? Nee, oder? Nee, ich hab dir alles reingepackt. Wofür brauchst du das denn? Für den Boden zum Bauen. Ernsthaft, dafür brauchst du Bienenwachs? Ja. Also Patrick hatte mal gesagt, dass man es irgendwie anpflanzen kann oder so. Patrick lügt. Also Patrick, ich hab Bienenwachs. Kumpel, weißt du? Oder wischt ihr? Ich weiß nicht, wie das heißt, verdammt. Warte, ich kann nachgucken. Also Patrick ist von mir ein Real-Life-Kumpel, wie man so schön sagt. Der hat das Spiel ein bisschen auch gespielt. Und der hat das schon weitergespielt. Und ja, wir wollten uns auch nicht spoilern lassen, deswegen haben wir mit ihm nicht gespielt. Melted Wax. Hahaha. Boah, nur einmal getroffen bis jetzt von dem. Aber das gibt doch hier so ein Forge. Vielleicht kann man da... Hallo, was? Kann man da das andere Wachs reintun und dann kann man das schmelzen. Das wäre voll cool. Ah, Armin Klug. Armin Klug! Boah, man kann noch Sand entblasen. Das wusste ich, das habe ich bei Erik damals gesehen. Da habe ich eine Folge, glaube ich, geguckt gehabt. Damals? Ja, die erste Folge. Oder so. Oh, noch ein Obsidian. Alter, ich muss auch die ganzen Extractor wieder aufsammeln. 11 Stück muss ich haben. Oder verschwinden die, wenn man damit was abgebaut hat. Ich glaube, die verschwinden. Oh, der hat aufgehört. Oh ne, doch nicht. Der braucht noch ein bisschen. Noch eine halbe Minute. Dann haben wir das erste Mal hier das Zeug fertig. Haben wir noch mehr von? Nee, okay. Ich würde gerne den scheiß Glowing Mushroom abbauen. Ich will wissen, was man damit machen kann. So, wie ihr seht, haben wir noch 5 Sekunden. Dann haben wir den Obsidian-Ohr, genau, den Obsidian-Block. So, take all. Und okay, er verschwindet, der Extractor. Das ist ja auch gar kein Thema, weil die kosten ja am Anfang gut wie nichts. Gucken wir, ob wir hier noch ein bisschen Obsidian drin haben. Oder Kohle. Eins von beiden. Ah, was ist das? Stone, okay. Kann man so schlecht erkennen, weil es so dunkel ist. Egal. So. Hier oben ist ein böses Schweinchen auf dem Baum. Oha. Hier, das springt runter. Das ist Spider-Thrainchen. Muss aufpassen, das beißt dich. Mhm. Ich guck, ob hier nach Ärzten, irgendwie finde ich nichts. Auf den einen Extractor muss ich auf jeden Fall denken, weil der ein bisschen abseits steht. Was ich dir nicht vergesse. Und ich will den Mushroom abbauen können. Hui. Gib mir Erze. Oh, du bist fertig. Take all. Take all my money and shut up. Ne, andersrum. Shut up and take all my money, oder? Ja, irgendwie so. Da ist noch mehr. So, dann nochmal abbauen. Zack, take all. Oha. Noch mehr Obsidian, Alter. Nice one. Einmal kurz Licht machen. Dahin. Warum kann ich den denn da nicht drunter setzen? Ah, jetzt geht das. Okay, dann müssen wir noch ein tiefer. Ja, und da ist noch mal Obsidian. So. Einmal hier rein. Hallo, zack. Zack. Da lang. Und so gut, was wir mit den Obsidian
und so machen können. Das würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bye, bye. Ciao, ciao und bye, bye.